Leute fragen sich, wie funktioniert der Wettmarkt? Wenn wir zurückschauen die letzten 100, 1000, 10.000 Jahre, was glaubst du war der Ursprung des Wettens, wie wir das heute so feststellen? Interessant. Ich glaube, dass Leute halt irgendwann mal glaubten, dass sie in die Zukunft quasi schauen können, dass sie also irgendetwas erkennen und dann halt einfach irgendwann mal jemand gesagt hat, ich wette, dass das oder das eintreten wird. Und in dem Moment, wo er das sagt, sucht er quasi einen Wettpartner, der dagegen wettet, der also eine andere Meinung vertritt. Ne? Und dann, naja, wenn man jetzt sagt, ich wette 10 Euro, dann nimmt man vielleicht an, der andere wettet auch 10 Euro. Aber wenn es halt nicht im gleichen Verhältnis steht, dann sagt vielleicht irgendwann jemand, ich biete dir eine Wette an, darauf eine Quote. Und dann kann die Wette vielleicht zustande kommen. Das heißt, wenn wir jetzt spazieren gehen, ich nehme keinen Regenschirm mit und ich sage dir, Dirk, ich glaube, es regnet heute nicht. Dann ist es noch keine Wette. Ich glaube, du müsstest ja jetzt sagen, ich wette, heute regnet es, weil ich habe den Schirm vergessen. Ich biete 10 Euro, wenn es heute nicht regnet. Natürlich haben wir dann noch nicht abgeschlossen. Ne? Dann müssen wir ja erstmal den Vertrag schließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wetterbericht kennen würde und der Wetterbericht hätte mir gesagt 60% Regen und ich würde den Meteorologen vertrauen, dann hätte ich ja schon eine gute Wette, wenn ich 10 Euro dagegen halten würde, weil ich ja zu 60% dann deine 10 gewinne und nur zu 40% meine 10 verlieren würde, wenn wir dann gleich aufwetten würden. Also jeder setzt gleich viel. Also es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeit und einer Quote? Irgendwie 2 oder 3,5 oder wie auch immer eine Quote sein kann. Letztendlich lässt sich natürlich immer mit dem Prinzip des Kehrwerts berechnen. Also wenn man eine Quote hat, kann man einen Kehrwert nehmen, hat man eine grobe Orientierung. Quote von 2,0 immer als einfachste Beispiel. Kehrwert ist 1,5, also 50%. Also wie wir um 2,0 wetten, wetten wir quasi 50 gegen 50%. Und dann gibt es eben Nuancen, die das vielleicht verschieben können, wo eben der eine etwas mehr hat oder weniger. Aber dann kommt es eben auf die Quote an. Dann kann man natürlich deutlich runtergehen mit der Quote. Wenn man jetzt eben hat, Deutschland gewinnt gegen Albanien oder so, dann hat man vielleicht eine 1,20. Dann kriegt man halt für 10 Euro Einsatz nur 12 Euro zurück, also 2 Euro Gewinn. Also je wahrscheinlicher das Ereignis, umso kleiner die Quote und je unwahrscheinlicher, umso höher die Quote. Okay, heute ist es sonnig in Berlin, von daher ja, muss ich noch überlegen, wie ratsam diese Wette ist. Aber wenn wir uns überlegen, es gibt ja einmal diese staatliche Lotterie und es gibt den Wettmarkt. Wie groß ist die Schnittmenge? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Also definitiv durch das Toto ja sowieso. Beim Toto ist halt das Totalisatorprinzip, wo dann eben sich die Quote erst errechnet, nachdem alle Leute gewettet haben. So kann man natürlich heute auch noch selber vielleicht sogar Tippspiele, Kicktipp habe ich da gesehen, bietet auch so eine Art Toto-System an oder so. Also dass man heute sogar auch noch nach dem Prinzip sogar privat spielen könnte, also mit einer kleineren Gruppe von Leuten. Ansonsten ist natürlich so ein Prinzip einer Lotterie, ist immer kleine Einsätze, viel Gewinn. Weil wenn ich jetzt da wetten sollte mit einem Euro Lotto und bei einem richtigen zum Beispiel einen Euro Gewinn hätte oder so, dann wäre das halt vollkommen unattraktiv. Also man muss dann schon sagen, es spielen ganz viele Leute mit, die setzen alle einen Euro und dann ganz, ganz selten gewinnt mal einer mit 6 richtigen und hat dann aber auch wirklich eine Million oder ist dann Millionär, hat dann ausgesorgt, so ungefähr. Dann wird es attraktiv. Und dieses Angebot gibt es natürlich in gewisser Weise auch im Wettmarkt, dass man eben mit einem Euro, wenn man dann seine Tapetenscheine macht, also der gewinnt, und so weiter, dann 20 Spiele untereinander und dann gewinnt man 4.600 oder vielleicht auch 12.000 oder so. Also dass dann eben natürlich die Chance auch gegeben ist, aus der Briefmarke ein Postamt zu machen, also mit kleinem Einsatz viel Gewinn zu erzielen. Okay. Durch das System, durch das Prinzip der Kombinationswette, ne, wäre das. Und das bietet der Wettmarkt auch. Man kann mit kleinem Einsatz viel gewinnen, wenn man kombiniert. Die Kombi-Wette ist ja nicht, gibt es nicht seit 1000 Jahren, die hat sich ja irgendwie entwickelt. Inwiefern haben die Bedürfnisse, die Interessen der Wettinteressierten Einfluss darauf, was der Wettmarkt wirklich anbieten wird? Also prinzipiell ist natürlich so, dass der Anbieter sich immer exponiert, indem er halt sagt, du kannst spielen, was du willst, ich glaube an gar nichts, ich zahle dir immer nur eine Quote, weil du willst spielen. Der Standardverhalten ist so ein bisschen, dass die Leute halt immer das gerne wetten,
von dem sie glauben, dass eben, dass es passiert. Ne? Natürlich kann man da eben auch Erfahrungen zu sammeln, wenn man jetzt eben wieder wetten möchte, dass halt Bayern München in Bielefeld, die ja nicht gewonnen haben zum Beispiel, dann kriegt man halt eine 1,15, also eine sehr kleine Quote. Und dann wetten die Leute trotzdem, weil sie sagen, das wird Bayern München schon gewinnen. Und dann habe ich ja wenigstens Gewinn, auch wenn es nur wenig ist. Und in der Kombination wird es natürlich dann, multipliziert sich das hoch, weil das halt das Prinzip der unabhängigen Wahrscheinlichkeiten, und dann kann man die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren, das heißt also, man kann auch die Quoten multiplizieren, und dann kann man halt auf sehr hohe Auszahlungssummen auch kommen, auch mit sehr wahrscheinlichen Ereignissen, wenn man sehr viele kombiniert. Und die Bedürfnisse sind halt der Leute, sind eben zum Teil auch halt natürlich mit wenig Einsatz viel gewinnen zu können, aber eben auch, sie wollen gerne das wetten dürfen, von dem sie glauben, was kommt. Und das leistet halt der Serviceanbieter, das Wettbüro, ne? Okay, wenn die Leute jetzt Lust haben zu wetten, wie oft der Schiedsrichter stolpert oder ich übertreibe jetzt, wie viel Freistöße in die Mauer geschossen werden, dann wird es eventuell auch dann angeboten von dem Wettmarkt, wenn die Nachfrage besteht. Richtig, das ist sehr gut gesagt. Das ist eben damals, deswegen erinnere ich mich halt gerne an auch kuriose Ereignisse damals, als eben Steffi Graf und Boris Becker beide eben die Aushängeschilder im deutschen Tennis und dem Tennissport natürlich wirklich gigantisch nach vorne, und alle liebten sie, kann man nicht anders sagen, also die ganze Welt so ungefähr. Und dann gab es halt plötzlich bei einem Wettanbieter Steffi Graf und Boris Becker heiraten, und ob dann eine 6,5 bezahlt wurde oder was, weiß ich nicht, aber dass dann halt auch kuriose Wettangebote zum Teil gibt, die natürlich dann nicht mit hohen Einsätzen vermutlich zu spielen sind, aber dass man eben auch traditionell sagt man so ein bisschen, der Engländer wettet auf alles, ne? Wird die Werbebande eingeblendet oder stolpert der Schiedsrichter? Ob es dann einen Markt dazu gibt, ist die sehr große Frage. Aber dann kann man vielleicht einen Zehner wetten. Gibt es eine Ethik des Wettens, wo man sagt, hey, darüber sollte nicht gewettet werden? Du wahrscheinlich hast deine Prinzipien, aber hat der Markt die Prinzipien? Naja, dieses, ob das jetzt Ergebnis- oder wettkampfrelevant oder so ist, ne? Und ich finde halt, alles, was eben nicht ergebnisrelevant ist oder wettkampfrelevant, ne, wer kommt weiter, wer gewinnt die Meisterschaft, wer steigt ab oder so, das ist halt ein bisschen immer fragwürdig. Aber der Warenmarkt hat sich halt so entwickelt, dass einfach darauf auch die Nachfrage bestand. Dann bieten es die Leute an. Dann ist es aber eher für den Kleinspieler gedacht. Ne? Dann sagt man nicht, da kannst du jetzt 10.000 drauf wetten. Auch jetzt, wer hat den ersten Einwurf oder wer hat Anstoß oder so. Weil das halt sehr leicht zu manipulieren wäre. Also wenn jetzt die Spieler sich einigen, ihr habt Anstoß, wir machen die Seitenball, dann wetten sie einfach 10.000 jeder darauf oder so, und dann haben sie 1,9 Quote, ist ja egal, wie viel sie bekommen oder so, dann könnte man es ja leicht manipulieren. Das hat nichts mit dem Ausgang des Ereignisses zu tun, ne? Also und du würdest ungern auf Karten wetten, du würdest ungern auf die Anzahl an Toren wetten, weil für dich ist relevanter, wer gewinnt das Spiel, oder gibt es einen Unentschieden und nicht gibt es einen 8:8 oder einen 1:1? Ja, also die sind ja in gewisser Weise dann auch wieder relevant, weil ein 1:1 würden die vielleicht lieber gewinnen, oder 1:1 sind beide zufrieden, kann alles vorkommen. Aber halt lieber eben, also 1x oder 2 ist eben jedenfalls relevant und eher noch als sogar ein Over-Under, was eben nicht so direkt mit dem Wettkampf oder so zu tun hat. Man kann also 1-0 gewinnen oder 3-6 verlieren, einmal sind wenig Tore oder viele Tore oder so. Es ist halt nicht direkt damit korreliert. Aber was ich noch sagen wollte, wenn jetzt beispielsweise rote Karten gewettet werden oder Trainerentlassungen, ja, da könnte ich ja sagen, nehme ich selber Einfluss. Ich gehe also ins Stadion, wette auf rote Karten und dann fange ich an, immer die wie wild auszupfeifen oder halt mein Publikum da negative Stimmung zu machen oder Plakate, Löw raus oder ich weiß nicht was, dass eben dann plötzlich da eine schlechte Stimmung aufkommt und dann auf einmal schlagen die auch da über die Stränge und dann gibt es eine rote Karte. Dann sage ich, da habe ich ja super gewettet, ich habe hier auf rote Karten, und auf einmal treten die da alle auf den Platz. Also tolle Wette gemacht. Oder die Kleider von Griechenland, kann mir auch wetten. Ja. Die Staatsbeine von Griechenland vor einigen Jahren. Ja. Naja, siehst du. Oder halt eben eine Trainerentlassung, wo ich dann ja auch, wie gesagt, da kann ich ja eben aktiv diese, oder so, das finde ich halt hässlich und das möchte ich überhaupt nicht wetten. Ne? Abstieg ist auch schon so eine kritische Sache, ne? Wo ich so ganz bisschen Ethik, weil du danach gefragt hast, ich denke, Mensch, wenn man jetzt so auf den Abstieg wettet, so, ne, Köln steigt ab oder so, jetzt haben sie sich ja gerettet, darf ich es also sagen, aber jetzt ist man noch so ein ganz bisschen auch fies und wünscht sich auf einmal Schlechtes und so, da finde ich halt jetzt, dann würde ich eher Klassenerhalt, aber das ist natürlich auch übertriebene Ethik, ne, da muss man schon. Ne? Letzte Frage, du bist ja seit 1990 und auch länger im Wettmarkt aktiv, wie würdest du es beschreiben, was hat sich entwickelt von damals bis heute auf dem Wettmarkt?
Naja, es ist natürlich ein wachsendes Verständnis. Die Quoten werden auch besser, verlässlicher. Man findet schwerer Fehler, falls man halt da auf das professionelle Wetten hinaus möchte, so ein bisschen, ne? Und was ich ja dann auch betrieben habe, also jetzt habe ich ein bisschen die Richtung gewechselt, aber dass natürlich auch viele Anbieter dazu gekommen sind, alles ist professioneller geworden, auch jetzt die ganzen Services, dass man also permanent halt auch Live-Wetten machen kann, beziehungsweise halt permanent auch Live-Daten bekommt, also wer ist gerade im Angriff, wer, ne, Torchance, das wird einem überall eingeblendet. Ich habe früher noch per Telefon in der Sonntagnacht versucht rauszubekommen, wie die dänischen Spieler ausgegangen sind oder so, weil man die vor Montag früh gar nicht erfahren hat. Ne? In der Zeitung dann. Ja, dann in der Zeitung, aber dann fing es ja an, dass man dann Ergebnisdienste, haben das auf Band gesprochen, dann konnte man den Ergebnisservice anrufen. Die haben dann immer um 15 Uhr, um 17 Uhr oder so, haben sie dann immer neu raufgesprochen, die Ergebnisse oder so. Ja, aber da sind natürlich irrsinnig viele Veränderungen eingetreten. Das heißt, der Markt ist viel kompetitiver auch geworden, aber auch, sagen wir mal, alles ist professioneller geworden, dass man eben auch sagen kann, man kriegt sein Geld. Also früher, ich habe die noch besucht, dann haben sie gar nicht ausgezahlt und sonst was. Also die haben gerade zugemacht und geflüchtet. Ich weiß nicht, was da los war. Also das gab es dann viele so ein bisschen auch schwarze Schafe und so. Das hat sich alles so. Die wussten, Doc Paulson kommt, jetzt müssen wir mal schnell nach den Laden schließen und uns aus Landes bringen. Naja, wenn ich Geld zu kriegen hatte, ist es ja, vielleicht haben auch andere was zu kriegen gehabt. Ne? Also, und wenn man jetzt alles verloren hat, der hat ja dann nichts zu beanspruchen. Ne? Und naja, okay, also viele Entwicklungen. Danke. So.